So, eigentlich müsste jetzt auf der Minimap gleich das Dorf auftauchen. Wenn ich mich jetzt wieder verlaufe, ey, dann... Ja, 880 war es, das weiß ich noch. Also was das Dorf betrifft. Da ist es. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Schäfchen und ich kann mir ein Bett bauen. Das wäre toll. Ups. Das ist sogar ein großes Dorf, gell, wenn man so guckt. Das sind Schafe. Nicey. Du bleibst da. Gut, Holz habe ich. Gehen wir mal gerade in die Bücherei. Wenn ich die finde. Die war irgendwo da oben. Hier. Ha, sogar ein Crafting Table. Bett. Lass mal gerade mal hier stehen. Können wir bestimmt noch das ein oder andere Mal brauchen. So, Mending Moss, right click on a bookshelf. Achso, braucht 10 Level. Und dann muss ich das bestimmt nochmal mit Level auf dem Dings da zusammen machen. Warte mal, was ist denn das da hinten für einer? Das sieht ja toll aus. Okay. Vielleicht kriege ich nochmal ein Level. Aha. Eigentlich müsste ich ja mehr XP kriegen, wenn ich den mit der Hand hau. Ich könnte auch einfach die Bücher mitnehmen. Vielleicht reicht es ja für ein paar Bücherregale bei mir zu Hause dann. Die Weisheit ein bisschen klauen. Also. Aha. Was kannst du? Nix gescheit. Dann gehen wir wieder heim.
So. So weit, so gut. Gut, dann reparieren wir, machen wir dieses Verzauberungsdings, das ist Mending, auf unsere Spitzhacke. Und dann werden wir uns um die Brücke kümmern. Wir müssen vorwärts kommen, wir brauchen schnelle Wege. Und dass wir die haben, wenn wir die haben, dann geht alles viel schneller. Schnelle Wege und schnelles Werkzeug, das ist A und O. Weil im Moment dauert alles viel zu lang. Man denkt, man ist schon ziemlich weit oben, aber wenn wir dann zu Hause sind, dann müssen wir nochmal 20 Blöcke nach oben. Oder 30. Moment, das da nehmen wir doch mal schön mit. Aluminium. Wenn wir das schon so finden, dann sollten wir es wirklich nicht liegen lassen. So, da sind wir wieder zu Hause. Cherrywood. Was haben wir hier? Pinewood. Tutti frutti. Also wie gesagt, ich will die Lava hier nicht wegmachen. Ich werde die stehen lassen, also dran lassen. Weil ich das einfach so ein bisschen dann rustikaler finde. Wundert euch nicht über das Klicken, das ist meine Leertaste. Die ist, glaube ich, nach Minecraft wieder ausgelutscht. Gut, also jetzt muss man das Ding da noch drauf machen. Ich hoffe mal, das geht hier. Und ich brauche dafür keine Toolforge. Weil, wenn ich dafür wirklich Energetic Steel brauche. Vielleicht habe ich aber die Energetic Steel auch. Nice. So, repariert die jetzt durch XP-Abbau oder automatisch? Da gibt es ja verschiedene Varianten. Das müssen wir mal gerade rausfinden. Bam, bam.
So, ich werde es aber direkt hier an der Wand rausfinden. So, warte mal, hier ist doch gerade ein bisschen Kohle. Wie viel Durability hat die, haben wir? 251. Ja, yep. Repariert durch XP-Abbau. Das heißt, bevor sie kaputt ist, dürfen wir dann mit der Spitzhacke nur noch XP abbauen. Oder halt viele XP auf einmal, ja, das sind die zwei Varianten. Gespannt, ob wir hier überhaupt hoch genug kommen. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall mal um die Ecke biegen. Weil richtig hoch kommen wir hier mit zwei Stufen pro Dings da nicht. Ja, hier ungefähr rauskommen. Ja, eigentlich wäre es sogar besser, wenn wir hier oben rauskommen. An diesen Appetit brauchen wir nicht. Wobei, der kann gute Felder machen, glaube ich, hier. Ja. Aber es gibt halt auch XP und repariert unsere Spitzhacke. Ah nein, die repariert automatisch, wenn sie im Inventar ist. Guck mal. Guck, zack, hochgegangen. Also die repariert auch, während sie nicht genutzt wird. Okay, das ist noch besser. So, ich komme hier halt wirklich nicht weit hoch. Also von der Geschwindigkeit her. Aber ich wollte es gerne so pompös bauen, ne? So breit. Ja, 2, 4, 6. Aber natürlich wieder gut gebaut, denn das gerade.